Jo, liebe Leute, Major Bob ist besiegt. Wir haben auch Nummer 3 ergattert. Und heute geht's weiter mit dem, was wir heute eigentlich, vor einigen Folgen anscheinend wollten. Denn heute geht's weiter mit der Diktahöhle. Wir wollen noch ein bisschen was, einen Bereich erkunden, den wir noch gar nicht erkundet haben. Und das machen wir heute. Weil die Diktahöhle, die habe ich ja schon mal angeschnitten. Da ging es ja auf der Hälfte nicht weiter. Aber hier scheint für mich allzu viel los zu sein. Einen Diktator haben wir jetzt gerade gesehen. Scheint mir wirklich nichts los, ne? Ja, gar nichts. Einen Diktator haben wir gesehen. Gut. Naja, dann machen wir nicht. Dann gehen wir heute weiter mit der Route 2. Beziehungsweise hier dem Gebäude. Ach, hallo Kev. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Professor Eich, Lieblingsassistent. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber jetzt ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten gehen wir kurz dafür ins Haus. Ich warte drin auf dich. Ja, dann wir kriegen etwas, womit wir ein bisschen weiterkommen. Aber ich möchte gerne noch was hier einsammeln. Weil hier gab es noch einige Items zu holen, die wir noch nicht einsammeln konnten. Deswegen möchte ich das jetzt gerade kurz machen. Nämlich hier. Erstmal liegt da ein Blattstein. Kann man so machen. Dann liegt hier ein Supertrank. Und dann war es das. Okay. Mehr gibt es nicht zu sehen. Das Radfahrt wollte uns gerne mal anspringen, aber das lassen wir mal lieber. So. Gut. Ja. Denn heute, wenn wir nicht allzu weit mit der Story kommen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil ich gerne noch was erledigen möchte. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich möchte kurz mal noch in den Mondberg. Noch ein bisschen was erledigen. So. Ah, da bist du ja. Dann zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist nämlich gelungen, die geheime Technik Lichtflut zu meistern. Augenblick, ich dunkel mal den Raum eben ab. So, das sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung einmal tief durchatmen. Und jetzt flute ich den Raum vor meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du? Jetzt sieht es hier drin wieder hell aus, obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor meinem geistigen Auge sehen. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe. Also auch auf dich. Ja. Wenn mir dann Evoli etwas sagen, dass ich die geheime Technik am liebsten selbst erlernen würde? Im Wetter? Ist die geheime Technik spaltet auch ohne weiteres erlernt? Da bin ich sprachlos. Professor Eich hatte zwar erwähnt, dass dein Evoli kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigert meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend, ich werde mein Bestes tun, um ihm die geheime Technik beizubringen. Aber davon muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, kann losgehen, Evoli. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung, einmal tief durchatmen. Und jetzt flutet den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Evoli hat die geheime Technik Lichtflut erlernt. Denn Evoli ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Dein Partner-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Mit Hilfe der geheimen Technik Lichtflut kannst du den Felstunnel durchqueren. Weißt du, wo der ist? Geh von der Azuria City aus nach Osten und bist auf dem richtigen Weg. Ja, das machen wir aber dann nächstes. Ich werde heute noch mal was kurz mit anschauen. Ich hoffe, dass ich jetzt heute ein bisschen Glück habe. Vielleicht kriegen wir es heute tatsächlich hin. Hey, Kev, hast du auch die Garmisch-Technik von Professor Eich Assistenten beibringen lassen? Was? Er hat sie Evoli an deiner Stelle beigebracht? Der Patron zeigt an sie irgendwie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo die Technik ausprobieren könnt. Wie was, soll ich dich hinbringen? Nein, nein, ich gehe lieber alleine. Achso, okay. Und du kommst sicher allein zurecht? Ja, ich bin lieber allein zurecht. Alles klar, der Knecht hilft dir den Weg. Geh einfach von der Zug City aus nach Osten, dann sollst du nach einer Weile den sogenannten Felstunnel erreichen. Dann ist es stockdunkel, sag ich dir. Also dann, ich mach mich aus dem Staub.
Fall, weil ich noch ein bisschen was erledigen möchte. Und zwar möchte ich gerne. Ja, Evoli möchte den. Ich hoffe, dass ich es direkt relativ schnell finde, weil ich muss halt wieder nur noch mal hoch zur Route. Zum Mondberg. Jetzt finde ich erstmal drei Superbälle. Kleines Kühlfenster. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich ein bisschen Dusel habe, dass ich es jetzt relativ schnell finde. Weil heute wollte ich doch machen, was ich eigentlich auch ausgründen gerne machen würde. Dann kommen wir mal, wenn wir Glück haben, heute sogar schon die nächste Entwicklung. Weil ich würde gerne heute Nidorin ziehen, die King weiterentwickeln. Dazu brauche ich allerdings einen Mondstein. Ja, super. Sind wir falsch rumgelaufen? Die haben wir ja schon 40 Folgen besiegt. Wir können, wie gesagt, danach jetzt ja weiter dann schon mit der nächsten Route in Richtung Felstunnel. In der nächsten Folge geht es dann mit dem Felstunnel weiter. Aber heute möchte ich erstmal noch etwas anderes erledigen. Krater hier mal durchsuchen. Irgendwo soll nämlich ein Mondstein drin sein. Hab ich gehört. Ich habe mir mal durchgelesen, wo es sie geben könnte. Du bist keiner. Sächsische Sternshop. Hier ist zumindest ein Item. Ja gut, wir landen wir eh gleich wieder in Azuri City. Das ist der Vorteil. Ich muss nochmal wieder mit weg. Gott sei Dank haben wir ja keine Trainer und nichts mehr. Wir haben jetzt schon alle erledigt. Also ich muss genau hier durch. Oh, er war Tochter, damit noch weiter auf. Sie wollten, dass ich. Immer noch hier unten, okay. Ich hasse das, wenn die dann das vor allem von der Nase spammen. Das ist noch so normal. Ich muss nochmal hier woanders hin. So.
Sorry, wenn ich jetzt gerade mal Dinge mache, schon die ich eigentlich schon erledigt habe. Aber scheinbar sind das halt jetzt Dinge, die ich nötig mache, noch nötig erledigen muss. Alter, die tauchen aber direkt vor ihm voll von den anderen. Ein Mondschein, jawohl. Gott sei Dank, endlich. So, dann machen wir es heute nach Azuki City auf und dann machen wir nämlich Feierabend. Weil, ja. So. Gott sei Dank habe ich den scheiß Mondschein jetzt endlich. Ja. Zu weit. Bist ein bisschen sehr langsam. Da Gott sei Dank, ich war das dieses, dass der Mondstein ähnlich unser ist. Wie gesagt, dazu ist die wollen wir sowieso. Ich mache nur noch mal einen kleinen Abstecher heute. Das war eh geplant. Dass wir das entweder offscreen machen oder dass ich das nochmal onscreen mache. So, dann haben wir das erledigt. Wieder in der Suria City zurück. Da, wo ich ursprünglich auch hin wollte. So. Und dann, liebe Leute, haben wir's heute. Ob wir es denn heute schon schaffen, komplett die nächste Route zu machen. Ja, ich versuche es. Jedenfalls. So, kann ich jetzt hier weitermachen? Ja, ne? Das geht hier unten weiter, oder? Ja, aber ich glaube, hier rechts ist im. Hier rechts ganz so schreiterisch. Das ist der einzige hier unten, okay. Ich kenne das vom Original her, dass die da auch rechts auch noch eine war. Okay, egal. Wir haben alles soweit. Jetzt heute mit Azuri City abgearbeitet und Urania City abgearbeitet, wird der Bob haben wir besiegt, also gestern alleine schon. So, und dann geht es morgen weiter mit der, was auch immer, nächsten Route ist. Route 9 ist es dann. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht es weiter mit Route 9 in Richtung Feldzoll. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.